Hallo liebe Leute, mein Name ist Jantje und ich möchte euch ein bisschen mit dem Yoga bekannt machen. Genauer gesagt mit dem Hatha Yoga und hier auch einen kleinen Kurs durchführen. Ja, was ist Yoga? Yoga ist ein uraltes indisches System von Übungen, auch eine Philosophie. Nicht? Und es fand schon vor mehr als 2500 Jahren seinen Niederschlag in der klassischen indischen Literatur. Also auch zu der Zeit, in der Buddha gelebt hat, in der viele griechische Philosophen gelebt haben, in der sogenannten Achsenzeit. Yoga umfasst verschiedene Disziplinen, jedenfalls das klassische Yoga, die nahezu alle Bereiche des menschlichen Daseins erfassen, abdecken, entwickeln sollen. Da haben wir einmal das Raja-Yoga. Das königliche Yoga, das umfasst die Meditation, vor allem die Disziplinierung der Gedanken, auch eine sittliche und ethische Ordnung und Verwirklichung solcher Gedanken. Dann haben wir als zweite klassische Disziplin das Jnana-Yoga, das viele Wissenschaftler unserer westlichen Welt auch betreiben, ob sie es wissen oder nicht. Das ist einfach das Yoga der geistigen Konzentration und Sammlung. Dann gibt es das Bhakti-Yoga als klassische Disziplin. Das ist das Yoga der fürsorglichen Nächstenliebe, was vielleicht auch Jesus im Neuen Testament gepredigt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder das Karma-Yoga. Das ist das Wissen um bzw. das Bedenken der Folgen und Wirkung unserer Taten. Ja, in diesem Leben oder auch in einem anderen Leben. Stichpunkt Reinkarnation. Nun aber zum Hatha-Yoga. Hatha, das Wort, beziehungsweise die Worte kommen aus dem Sanskrit, der klassischen indischen Literatursprache. Ha bedeutet so viel wie die Sonne und Ta ist der Mond. Ähnlich wie in der chinesischen Philosophie die Vorstellung von Yin und Yang als einem positiven, aktiven und einem negativen, passiven Pol, als eine Dualität. Ja, und im Hatha-Yoga geht es vielleicht darum, diese Dualität, diese unterschiedlichen Strömungen in Körper, Geist und Seele zu vereinigen. Das Hatha-Yoga entstand ursprünglich aus der Entwicklung von Körperübungen, die die alten indischen Weisen ausführten, um lange im Lotussitz, dem Yogasitz oder Padmasana auf Sanskrit, sitzen und meditieren zu können. Nicht, um sich dabei nicht völlig zu verspannen, entwickelte man diese Übung. Etwa ab dem 15. Jahrhundert unserer Zeit tauchte es als eigenständige Disziplin auf, das Hatha-Yoga in den Schriften des Yoga. Es dient eigentlich zur Vorbereitung auf das höhere oder als höher angesehene geistige Yoga, besonders das Raja-Yoga. Aber heute im Westen wird Hatha-Yoga nicht oder verwandte, abgewandelte Variationen davon allgemein als gesundheitsfördernd anerkannt. Die Krankenkassen bezahlen es teilweise, Yogakurse. Es wird zum Stressabbau verwendet, nicht? Wie auch Manager, denn auch 14 Tage ins Kloster gehen, um wieder leistungsfähig zu sein. Oder auch sagen wir, der Hausmann oder die Hausfrau oder der arbeitende Mensch Yoga pflegt, in die Kurse geht, sich weiterentwickelt, um dem Alltag gewappnet zu sein, um gesund zu bleiben im Alltag. Ich persönlich habe mit 14 Jahren das erste Mal mit Yoga begonnen, nach einem sehr schönen Buch, das ich als Referenzwerk jedem empfehlen kann, Sport und Yoga von Elisabeth Heich und Selvarajan Yesodian. Da habe ich öfter damals mit Freunden geübt, immer mal wieder. Ich hatte denn in Anfang der 20er Jahre, meiner 20er Jahre, hatte ich eine Krise, eine gesundheitliche Krise.
Es ging mir sehr schlecht. Dann konnte ich mich auch mit öfter mal wieder geübten Yoga wieder berappeln, habe das Abitur nachgeholt, habe studiert, habe einen Abschluss gemacht und saß dann also 10, 12 Jahre in Schulsälen, in Hörsälen mit dem Körper vornübergebeugt, den Tintenkuli in der Hand, habe mitgeschrieben, habe in Büchern gewälzt, habe meine Magisterarbeit geschrieben und so weiter. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, Yoga täte mir wirklich sehr gut. Seit einem Jahr betreibe ich das regelmäßig nach der Tabelle in dem Buch von Jesodian Eich. Im Anhang verzeichnet ist, eine Übungstabelle, wöchentlich ändert das Programm. Und ich merke zum Beispiel viele positive Wirkungen. Mein ganzes Wesen ist stabilisiert. Ja. Mein Körper, mein Knochengerüst hat sich aufgerichtet. Meine Knöchelsenkung hier unten ist nahezu verschwunden. Die Muskeln sind elastischer, gedehnter geworden. Und auch die Leistungsfähigkeit, die geistige Leistungsfähigkeit ist stabil. Und ich kann es nur jedem empfehlen und daher möchte ich auch diesen Kurs machen, meine kleinen Erfahrungen weitergeben. Wie macht man Yoga? Yoga sollten wir vielleicht, wenn es geht, im Freien machen oder aber in einem gut gelüfteten Raum. Zigarettenrauch sollten wir dabei ganz vermeiden. Sowas ist nicht gut. Wir brauchen Prana, Energie, Luft, saubere Luft, besonders wenn wir die Atemübungen machen oder auch die anderen Übungen. Wir brauchen eine Unterlage. Da können wir hier so eine Isoliermatte nehmen, die zum Camping gebraucht wird. Sie sollte nicht zu dick sein. Darüber können wir, wenn uns diese Oberfläche unangenehm ist, eine Decke legen. Aber wir müssen aufpassen bei einigen Übungen, dass wir die Rutschfestigkeit beachten, nicht, dass wir nicht ausrutschen, bei Kopfstand etwa. Ja, was gehört zum Yoga als letztes in dieser Einheit? Hatha Yoga besteht im Prinzip aus drei Disziplinen oder Kategorien von Übungen, sagen wir mal so. Einmal sind es rhythmische Atemübungen. Wir zählen auch beim Yoga bis 8 oder bis 4 oder in anderen Takten, nicht? Rhythmische Atemübungen, das rhythmische Atmen, die sogenannten Pranayamas. Dann der zweite wichtige Punkt sind die Körperstellungen, die Asanas. Wir kennen den Lotussitz, den Yogasitz, nicht? Wie viele indische Heiligen- oder Götterabbildungen oder Buddha-Statuen, dieser Yogasitz. Und dann gibt es noch viele andere, wie den Drehsitz, die Heuschrecke, die Kobra, alles Mögliche. Und der dritte wichtige Punkt im Hatha-Yoga ist die Bewusstseinslenkung. Wir machen also nicht wie im Sport, wiederholen wir die Übungen einfach nur mit dem Willen, das durchzuhalten, sondern wir machen die Übungen ganz bewusst. Wir versetzen uns mit unserem Bewusstsein in die Teile unseres Körpers, die gerade von der jeweiligen Übung beansprucht werden. Nicht? Oder wie es gefordert wird in der Übung. Nicht? Und machen Sie Übungen allgemein langsam, konzentriert und bewusst. Ja, das wäre es eigentlich schon zur Vorbereitung. Mit der nächsten Folge geht es gleich los mit den Atemübungen der vollen Yogi-Atmung. Ich wünsche viel Spaß beim Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Janje.